Ja, hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, euer Gunshot. Und ja, was ihr gerade seht, ist natürlich wieder DayZ. Wir hatten uns wieder viel ausgerüstet jetzt für das Wochenende. Freitag, Samstag haben wir versucht Action zu starten oder zumindest ein paar Aufnahmen zu machen von DayZ. Was leider Gottes nicht wirklich geklappt hat. So kleinere bis wesentlich größere Problemchen sind dann mit der Zeit immer wieder aufgetreten. Deswegen dieses Video, was so ein bisschen die Problematik gerade behandelt, warum ich euch leider heute mit keinem aktuellen Video versorgen kann. Und zwar, ja, Freitag wollten wir natürlich dann alle gemeinsam wieder ein bisschen was machen, genauso wie Samstag. Und auch heute. So, Freitag sind dann mitunter wieder die ersten Serverprobleme aufgetaucht, wo anscheinend irgendeine Synchronisation zwischen den Servern nicht so funktioniert hat. Das heißt, man stand auf einmal wieder als Fresh Spawn da, obwohl man sich rein theoretisch gut ausgeloggt hatte oder zumindest normal ausgeloggt hat. Und ja, man wurde einfach wieder als Fresh Spawn angezeigt auf egal welchem Server. Also mussten wir es Freitag dann erstmal dabei belassen. Samstag, nach reiflichen Durchlesen im Internet hat man den Tipp gekriegt, man solle sich einfach wieder ausloggen und ja nichts anfassen bzw. nicht interagieren mit irgendwelchen Objekten in DayZ. Ich glaube, damit die ID nicht überschrieben wird oder der Charakter, irgendwie sowas. Ich komme noch nicht ganz hinter. Falls jemand von euch da was genaueres weiß, einfach mal vielleicht bitte in die Kommentare. Wäre mal ganz gut. Ich lese mich da immer dumm und dusselig. Ja, auf jeden Fall haben wir den Samstag auch wieder versucht, uns dann zu treffen. Und ja, das wäre dann auch fast gut gegangen. Leider Gottes waren wir hungrig und haben anscheinend etwas rohen Fisch gegessen, der wohl noch nicht ganz durch war. Und so haben wir uns dann eine schwere Lebensmittelvergiftung eingefangen und keine Charcoal-Tabs gefunden. Ja, so sind unsere Charaktere dann draufgegangen. Zum Glück konnten wir unser Equip noch rechtzeitig in Fässern sichern. Und abends später stand dann wieder das nächste Problem vor der Tür. Und zwar war wieder von Failor zum Beispiel der Charakter wieder als Fresh Spawn. Also war der Samstag auch wieder hin. Heute dann wollten wir es wieder versuchen. Failord immer noch Fresh Spawn. Ich hatte meine Ausrüstung, wie ihr jetzt auch gerade noch am Laufen seht. Ich war eigentlich ganz gut gerüstet. Im Rucksack hatte ich Full Ghillie Suit. Ich habe mich schön vorbereitet. Ich wollte schön snipen. War jetzt gerade noch auf der Suche nach einem Hunting Scope. Und ja, dann leider, wie ihr auch sehen könnt, wurde ich irgendwann auch aus dem Spiel geschmissen oder zumindest hatte ich ein Signature-Timeout. Und als ich dann wieder auf den Server kommen wollte, war ich auf einmal Fresh Spawn. Da scheint gerade ein riesengroßes Problem zu sein bei den DayZ-Servern, also Standalone-Servern. Ich weiß nicht genau, was da schon wieder das Problem ist. Diesmal konnte ich nichts rausfinden, was heute schon wieder mit den Servern los ist. Ich hoffe, dass sie das Problem dabei beseitigen können. Auf jeden Fall nach ungefähr einer Stunde rumprobieren jetzt und nochmal auf den Server gucken, habe ich immer wieder festgestellt, ich bin immer noch Fresh Spawn. Werde ich es für heute nochmal beruhen lassen und hoffen, dass er vielleicht später im Laufe des Abends oder der Nacht doch wieder mein Charakter da ist mit dem Loot, weil im Endeffekt eine ganze Woche Looten dranhängt. Und ja, das ist halt ein bisschen ärgerlich alles. Es tut mir sehr leid, dass ich euch diesmal leider kein Video, sondern so eine scheiß, ja, Quasselstunde hier antun muss. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wann das Problem vielleicht behoben wird, ob ihr da genauere Informationen habt, wäre es echt nett, wenn ihr das mal in die Kommis schreibt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich euch bald wieder ein Video von DayZ zeigen kann. Natürlich mit den üblichen Verdächtigen, wenn die dann natürlich auch wieder die Aggression losgeworden sind, dass wir hier wieder andauernd von vorne anfangen müssen. Ja, nichtsdestotrotz danke ich euch wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal, wenn das richtige Video auch wieder startet, mit dabei. Und ansonsten, liebe Freunde, wünsche ich euch was. Euer Gunshot.